Hallo, liebe Kinder, herzlich willkommen zu den Weltallforscherferien online. Heute und hier aus der Archenholz-Sternwarte. Heute geht es um ein Thema, was vielleicht einige von euch ganz cool finden, nämlich um Raketen. Das heißt, wir werden natürlich auch hier wieder am Ende des unseres Beitrages eine Fragestunde haben. Ihr werdet viele Links finden. Wir werden euch Bastelvideos zeigen und wo man das alles herkriegt und so weiter, werdet ihr dann erfahren. Was werden wir denn heute basteln? Wir haben zum Beispiel hier so eine Luftrakete und wir haben Wasserraketen. Wir wollten auch noch etwas ganz anderes mit euch machen, aber das ist uns dann leider explodiert und dann dachten wir, das ist zu gefährlich. Das machen wir dann nächstes Jahr. Also, Explosion ist hier aber schon das Stichwort, denn wenn wir eine Rakete wissen wollen, wie eine Rakete funktioniert, müssen wir ein Grundprinzip kennen und das zeigt uns diese altertümliche Kanone. Wenn wir dieses gefährliche Gerät nämlich abschießen, dann passiert zweierlei. Passt mal genau auf. Habt ihr es gesehen? Ich kann es nochmal machen. Ihr merkt, es ist nicht nur die Kanonenkugel vorne aus dem Rohr geschossen, sondern die Kanone hat auch gleichzeitig einen Ruck rückwärts gemacht. Und das liegt daran, das hat ein weiser Physiker herausbekommen namens Isaac Newton, dass zu jeder Kraft, die man ausübt, eine genau gleich große Kraft existiert, die in die andere Richtung wirkt. Actio gleich Reactio, hat er das lateinisch formuliert. Also wir haben nach vorne fliegt das Geschoss und nach hinten rückt die Kanone, Rückstoßprinzip. Und das haben wir natürlich auch hier an Land. Wie können denn so ein Landfahrzeug, nehmen wir so eine alte Lokomotive, wie kann das da funktionieren? Wir sehen, rollt die Lok jetzt vorwärts oder schiebt sie die Schienen nach hinten? Das ist so kaum zu sagen. Aber tatsächlich handelt es sich auch hier um das Prinzip Actio gleich Reactio. Die Maschine fährt vorwärts, die Strecke wird nach hinten scheinbar geschoben und der Zug rollt. In der Luft haben wir nichts mehr, woran wir uns festhalten können. Trotzdem fliegt ein Flugzeug, ganz einfach. Das Flugzeug kann sich mit Hilfe seines Propellers durch die Luft schrauben und die Tragflächen halten durch die Strömung im Wind das Flugzeug über der Oberfläche. Im Wasser ist es ähnlich. Wenn sich so ein Dampfer durch das Wasser schiebt, dann sorgt hinten ein Antrieb dafür. Das ist nämlich auch ein Propeller, der schraubt das Schiff durchs Wasser. Deswegen nennt man es auch die Schiffsschraube. Na, guck mal, seht ihr, PowerPoint ist doch nicht so leistungsfähig, wie ich dachte. Aber immerhin, ihr seht, da ist die Schiffsschraube hinten und der Dampfer wird durchs Wasser getrieben. Tja, was machen wir jetzt, wenn wir ganz alleine auf dem See sind? Segel verloren, Paddel fort, nichts mehr. Wir können uns trotzdem ans Ufer retten, indem wir entweder mit den Händen paddeln, das ist ein bisschen langweilig, wir machen ein Experiment, wir schmeißen einen Stein nach hinten raus. Und siehe da, schon haben wir hier wieder das gleiche Prinzip. Actio gleich Reaktion. Wenn wir also nach hinten etwas rausschmeißen, werden wir nach vorne befördert. Im Falle unseres Bootes ist das natürlich nur sehr gering, man kommt nicht so gut vorwärts, aber es zeigt, wenn wir also ins Weltall wollen mit einer Rakete, dann muss die hinten etwas rausschmeißen, um nach oben zu steigen. So etwas werden wir auch mit der Luftrakete kennenlernen. Wir zeigen euch jetzt, wie man solch eine Luftrakete baut und wie man sie abschießt. Dazu gibt es jetzt gleich einen kleinen Film. Zum Basteln benötigt ihr unsere beiden Bastelvorlagen, eine Schere, etwas Tape, Klebestreifen, einen Kleber, einen Schraubenzieher,
Ein Wasserrohr mit einem Durchmesser von 2 cm. Eine leere PET-Flasche. Ein Kunststoffwasserschlauch mit einem Durchmesser von 2,5 cm. Und eine Schlauchschelle. Als nächstes geht's dann ans Aufschneiden. Im nächsten Schritt basteln wir das Körperrohr der Rakete. Damit die Rakete später auf das Wasserrohr passt, nutzt ihr das Rohr für den Durchmesser. Die Vorlage also einfach mit Hilfe des Rohrs einrollen, zusammenkleben und das Rohr wieder rausziehen. Anschließend ist es wichtig, dass ihr die eine Seite der Rakete mit Klebestreifen schließt, so dass sie nicht mehr durchlässig ist. Um sicherzugehen, dass die Öffnung wirklich dicht ist, könnt ihr auch etwas Papier mit hineinstecken oder gar etwas, das schwerer ist, wie zum Beispiel Knete. Damit fliegt die Rakete dann wirklich richtig weit. Danach ist die Spitze der Rakete an der Reihe. Für die Leitflossen knickt ihr die Vorlage an den gestrichelten Linien. Anschließend klebt ihr die Dreiecke zusammen und befestigt die Flossen um die Rakete herum. Jetzt machen wir uns an die Abschussrampe ran. Um das so einfach wie möglich zu halten, knickt ihr den Wasserschlauch leicht an einem Ende und steckt ihn in die PET-Flasche hinein. Damit das Ganze auch stabil ist, klebt ihr nun beides mit Tape zusammen. Zum Schluss fehlt jetzt nur noch das Wasserrohr, das in die andere Seite des Schlauchs gesteckt wird, sowie die Rakete obendrauf. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass die Abschussrampe stabil ist, könnt ihr das Rohr und den Schlauch noch mit einer Schlauchschelle befestigen. Jetzt seid ihr soweit, um eure Rakete starten zu lassen. So, alle wieder da. Hoffentlich ist eure Luftrakete gut gestartet, denn jetzt geht es zu den richtigen Raketen. Und die hier kennen alle, die Silvesterrakete. Man nennt das auch eine Feststoffrakete. Warum? Weil die Treibladung in der Pappröhre fest ist. Schwarzpulver,
mit einer Bohrung in der Mitte, damit das gleichmäßig abbrennt. Und oben in der Kapsel, da sind dann die Sternkugeln, die dann für die schönen Feuerwerkseffekte sorgen. Warum fliegt jetzt so ein Ding? Natürlich, weil unsere Rakete auch etwas hinten oder unten rausschmeißt. Keine Steine, sondern heiße Flammen, die mit großer Geschwindigkeit rausschießen und die Rakete nach oben treiben. Es ist also fast oder genauso wie bei der Kanone. Etwas fliegt hinten raus und etwas steigt nach oben. Aktio gleich Reaktio, und nach der Raketengleichung ist die Geschwindigkeit der Flammengase hinten genauso groß wie die Geschwindigkeit der Rakete, die steigt. Sie stützt sich also gewissermaßen auf ihren heißen Verbrennungsgasen ab, weswegen man das Ganze die Stützmasse nennt. Und so kann unser Apparat dann fliegen. Tja, Raketen verbrennen also Treibstoffe, sie sind Verbrennungstriebwerke. Und das stellt uns jetzt für ein ernstes Problem, wenn wir ins Weltall kommen. Denn zum Verbrennen brauchen wir ja Luft bzw. Sauerstoff. Und im Weltall gibt es keine Luft mehr, keinen Sauerstoff. Den müssen wir mitnehmen. Wie können wir das tun? Erster Gedanke ist, wir nehmen eine Stahlflasche, drehen das Ventil auf und pumpen. Das war ein bisschen schnell. Wir drehen das Ventil auf und pumpen die Luft rein. Nur das Blöde ist, je mehr Luft wir reinpumpen, umso größer wird der Druck, umso kräftiger, stärker muss die Wandung der Stahlflasche sein. Und irgendwann ist sie einfach zu schwer, um ins Weltall transportiert zu werden zu können. Denn wir brauchen für eine Rakete irre viel Luft. Also das kommt nicht in Frage. Wir brauchen als Tank für eine Rakete etwas ganz Leichtes, so wie ein Plastikkanister, und da müssen wir was reinfüllen. Luft können wir da nicht mehr reinfüllen, aber wie wäre das, wenn wir Luft flüssig machen? Können wir das? Ja, das geht, und zwar mit Hilfe von sehr leistungsfähigen Kältemaschinen. Der Physiker sagt, jedes Material liegt in verschiedenen oder kann in verschiedenen Aggregatzuständen vorliegen. Nehmen wir Wasser. Wir wissen alle, Wasser ist bei Temperaturen von 0 Grad und darunter fest. Das ist Eis. Und ab 0 Grad fängt es an zu schmelzen und wird flüssig bis zu einem Temperaturbereich von 100 Grad. Und wenn wir darüber gehen, dann fängt Wasser an zu verdampfen, es wird gasförmig, es kocht. Also wir haben hier die drei Aggregatzustände: fest, flüssig, gasförmig. Das Dumme an Luft ist auch bei 0 Grad und weit darunter immer noch gasförmig. Und wenn wir die flüssig kriegen wollen, müssen wir logischerweise es sehr, sehr kalt machen. Also etwa bei minus 180 Grad erst wird Luft flüssig, und dann können wir Luft auch wie Wasser in einen Plastikkanister füllen. Aber wir müssen darauf achten, dass die Luft genauso kalt bleibt wie jetzt, denn ein bisschen drüber, in über minus 180 Grad, dann fängt sie an zu kochen und wird wieder gasförmig. Und damit haben wir die Zutaten für eine richtige Weltraumrakete, die ihre Luft mitnimmt. Nämlich die Flüssigkeitsrakete. Was nehmen wir? Wir nehmen einen leichten Tank für flüssigen Wasserstoff. Und wir nehmen einen weiteren leichten Tank für flüssigen Sauerstoff. Beide Treibstoffe müssen wir verbinden, damit sie sich entzünden. Das heißt, wir brauchen Rohrleitungen. Und damit wir sich gut mischen und aus den Tanks gezogen werden, brauchen wir leistungsstarke Pumpen. Na, wo sind sie denn? Dort unten. Und diese Pumpen werden wiederum von einem sehr leistungsstarken Motor angetrieben, der wiederum seinen eigenen Treibstoff vorbracht braucht. Ja, und um das Ganze zu entzünden, kommt eine Brennkammer und darunter eine Düse, aus der dann die heißen Flammengase schießen. Wer jetzt genau hinschaut, der sieht, dass der Sauerstoff in der roten Leitung einen kleinen Umweg macht, nämlich er läuft hier einmal um die ganze Düse und die Brennkammer herum. Er bildet gewissermaßen
einen Mantel, einen Kühlmantel. Das haben die Ingenieure auch absichtlich gemacht, denn diese Düse und die Brennkammer würden sonst in der riesigen Hitze der Flamme schmelzen. Was braucht die Rakete noch? Natürlich, sie braucht eine Hülle, damit sie schön aerodynamisch, windschnittig durch die Atmosphäre ziehen kann. Damit der Flug stabil wird, kommen noch Flossen dran. Und schließlich muss die Rakete auch noch etwas Sinnvolles tun. Sie braucht eine Nutzlast, zum Beispiel einen Satelliten. Ja, dann können wir den Motor in Gang setzen, die Pumpen ziehen die Treibstoffe in die Brennkammer, es entzündet sich. Und wenn dann die Pumpe auf Volllast läuft, dann kann die Rakete auch starten. Flüssigraketen haben den enormen Vorteil, man kann sie steuern. Der Motor kann langsamer laufen, er kann schneller laufen, die Rakete kann beschleunigen oder nicht. Man kann sogar den Motor unterwegs ausstellen und den Treibstoff sparen. Wir kommen jetzt zu einer ganz anderen Sorte von Flüssigkeitsrakete, nämlich der Wasserrakete. Mit der kann man unheimlich viel Spaß machen. Es gibt gleich einen Film darüber, wie man so ein Ding baut und wie man es abschießt. Und ihr werdet es nicht glauben, diese Wasserraketen haben schon viele Kinder bei uns auf der Sternwarte gebaut. Einige vielleicht werden sich sogar erinnern. Und wir wissen, der Weitflugrekord für eine solche Wasserrakete liegt bei uns heute bei 90 Metern. Schaut euch an, wie so ein Ding gebaut und gestartet wird. Thank you.
Wasserraketen sind natürlich im Sommer eine tolle Sache. Kann man immer eine kalte Dusche haben, ist also schön erfrischend. Was nun die richtigen Flüssigkeitsraketen angeht, so ahnt das keiner so richtig. Die sind zwar unten feurig heiß, aber oben sind sie wegen der flüssigen Luft, wegen des flüssigen Wasserstoffes, eiskalt, so kalt, dass sogar feuchte Luft an der Rakete gefriert und wenn sie startet, tatsächlich schneit. Also wenn ihr hier mal guckt in dem Bereich, da fallen hinter der Rakete überall große Schneeflocken runter. So kalt ist eine Flüssigkeitsrakete wirklich. Ja, so viel zum Thema Raketen. Wir machen es heute relativ kurz und schmerzlos. Vergesst nicht, wir haben für euch online ein Quiz über Raketen eingestellt. Das könnt ihr gerne beantworten und gucken, wie gut ihr aufgepasst habt. Das Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, um 15 Uhr haben wir eine Online-Fragestunde. Da könnt ihr uns alle nochmal per Internet sprechen und alle Fragen loswerden, die ihr vielleicht über Raketen habt. Ihr findet hier die Kontaktmöglichkeiten über bildung@planetarium.berlin und die Links. Und damit sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich treffen wir uns alle im nächsten Jahr gesund zu den richtigen Weltallforscherferien hier auf der Archenholzsternwarte wieder.